Ja, sorry, aber mir hat der besser gefallen, der Truck. Hoppla, ich glaube, ich habe Lamar überfahren. Frenkel frottelt. Heute. Let's play GTA 5. Der Verbrechenssimulator. I'll let you home. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you... Ich hab ne Trophäe! Und ich hab ein kaputtes Auto! Okay. How about we fall through, homie? Das will ich aber nicht mehr, ne? Ne, jetzt krieg ich ein eigenes, ne? So war das nämlich. So, ich werde jetzt mal ganz kurz gucken. Sieht ein bisschen aus wie mein Mustang, aber auch nur ein bisschen. Das ist aber kein Mustang, ne? Das soll wahrscheinlich... Weiß gar nicht, was das sein soll. Bevor ich jetzt einsteige, werde ich jetzt erstmal gucken, was an Spenden da ist. Und mal kurz in den Chat gucken, ja? Ich bin gleich wieder da. Geht nicht weg. Okay, Freunde, ich habe gesehen, die ersten 50 sind auf jeden Fall übertroffen. Habe ich jetzt im Chat gesehen. Ich habe jetzt gar nicht bei mir geguckt. Da war aber jetzt ein lustiges Spielchen. Ich stelle eine Frage, ja? Und wer die im Chat zuerst beantwortet, richtig beantwortet, hoppla, der gewinnt das erste Far Cry. Sag mal. Ah, guck mal. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. I'm sexy and I know it. That's exactly how I like my women. Aber das ist immer so doof, die labern immer so viel, ne? Also, die erste Frage, ich muss dazu auch noch was sagen. Es gibt natürlich immer so ein bisschen Internetverzögerung. Das heißt, ich habe auch Beschwerden bekommen, ja, von wegen, dass manchmal die Lösung schon im Chat steht, bevor überhaupt die Frage gestellt wurde. Ich kann das nicht ändern, ja. Das hängt unter anderem mit Twitch zusammen. Das ist oftmals verzögert. Und das andere Problem ist, wenn ihr eine relativ langsame Internetleitung habt, dann kann ich auch nichts dafür, ja. Deswegen, das kann man nicht ändern. Aber ich habe jetzt die erste Frage. Und die erste Frage ist, wie hieß denn jetzt gerade nochmal dieser Autohändler? Schreib das mal rein. Das Blöde ist, Doc X weiß es wahrscheinlich auch nicht, ne? Muss ich da mal gucken. Muss ich selber schauen. Ach, jetzt muss ich wieder einsteigen. So ein Schwachsinn, ey, für die 2 mm da. Was machst du denn da? Ja, Freundin, hier da. Nicht einfach auf dem Gehsteig langlaufen. Das ist mein Gehsteig. So, parken. Schauen wir mal, ob das jemand beantworten konnte. Ich muss mal kurz in den Chat gucken. Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Er hat schon wieder Nigger gesagt. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoot! Shoot! Get on out of here. Okay, baby. I see what the thing you hear. I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Ja, die richtige Antwort war natürlich Simeon. Ich hoffe, der Dr. X hat aufgeschrieben, wer gewonnen hat und organisiert mir da die E-Mail-Adresse. Der Download-Key kommt dann per E-Mail. Herzlichen Glückwunsch! Sau geil, dass ihr da alle mitmacht auch und so ein bisschen spendet. Das ist echt cool. So, ja, ich kann speichern. Hip hip hurra, das ist doch mal super. Bestanden! So, weiter. So, jetzt kann ich hier rumlaufen, ne? Das ist ja ein Saustall hier. Umziehen. Ja, komm. Wir sind ja nicht bei den Sims hier. Das ist ja völlig überflüssig. Also, da, man kann da so viel machen. Sag mal, kann ich die blöde Kuh eigentlich erschießen? Geht das?
Eine Waffe kann nicht ausgerüstet werden, wenn du in deinem Unterschlupf bist. Schade, ich hätte sie jetzt gerade mal über den Haufen geschossen. Einfach mal so aufs Protest. Ja, ich gehe einfach mal raus, ne? Weil draußen gibt's ja Missionen, oder? Aha, da ist er ja, der Simeon. Franklin, I was going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Stuntflugzeug-Zeitrennen sind jetzt verfügbar bei... Einen Kontakt bei S. Das ist Simeon, ne? Da kann man sich jetzt dann hier eine Mission abholen. Blöd ist nur, dass hier keine gescheiten Autos sind, weil, Müsste ich jetzt die Karre da rausholen. Da habe ich irgendwie gerade keine Lust hier, diese blöde Scheißkarre da, diese doofe. Mal schauen, was wir finden können hier. Das ist ja schon mal besser als nix, ne? Hoppla. So, Moment mal, was ich noch nicht gesehen habe, ist jetzt... Das muss ich jetzt mal ausprobieren, schnell. Sekunde. Mal kurz nochmal raus. Wie ist denn das jetzt hier mit der Ego-Perspektive? Ah, so sieht das aus. Haha, schnell, schnell, schnell. Ah, Kacke. Ach Mann, ich wollte mich jetzt mal kurz totfahren lassen. Schnell, warte mal, schnell einsteigen, 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 einsteigen. Blödsinn machen, Blödsinn machen. Komm, hinterher, hinterher. Will mal wissen, was passiert. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, was passiert. Aber ich habe die immer die ganze Zeit schon gesucht bei meinem Let's Play auf der PS3 und habe diese scheiß Bahn nie gefunden. Und jetzt habe ich sie gefunden und jetzt werde ich mal was ausprobieren hier. Mal gucken, was wir da schön anstellen können. So, hoppala, Blut. Wo ist das Auto? Ich wollte doch eigentlich das Auto da hinstellen. Hä? Ach so, da vorne. Ach, ich dachte, das Ding rast da drauf. Ach komm, das ist ja langweilig. Ehrlich gesagt habe ich jetzt gedacht, dass da was passiert, so unfallmäßig irgendwie ein bisschen. Aber das war ja mal gar nichts. Ich glaube, da müssen wir mal Plan B anwenden. Moment. Wenn ich das scheiß Ding, scheiß Zug hier schon mal entdeckt habe. So, komm mal her, Freund. Hat auch nicht so viel gebracht, ne? Ach, so ein Scheiß. Wie langweilig. Was ist denn, wenn ich den erschieße eigentlich? Ach, ich bin unbewaffnet. Okay, ich sehe schon, ich muss den Auftrag erstmal machen hier. Das wird ja nichts. So. Da gucken wir mal. Ich mache jetzt mal diese eine Mission und dann wäre die Frage, wie sieht's denn aus, Leute? Einfach mal auch nochmal in den Stripclub vielleicht? Das müsst ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Ach, ich muss da lang fahren, das passt ja sogar. Komm weg. Da! Da stimmt jetzt irgendwas nicht mit der... Jetzt, ja, ja. Alles im Griff hier. Alles bestens. Ich muss da natürlich nachher mal wieder gucken. Wie das ist mit Spenden. Ob ich das zweite Far Cry auch schon raushauen kann dann. Also wir machen das so... Jeweils 50 Euro, dann bei 100 Euro wieder, bei 150 Euro wieder. Und die Gold Edition, das richtig geile Teil, das gibt es dann bei, ich glaube 250, ne? Müsst ihr mal unten nachlesen. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you, so good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you... Our employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie.
But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, Lenovi? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get mean, us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Let's go to Vespucci. Magellan Ave. And you still rolling with that old raggedy ass hair? That country bumpkin shit is enough to get us shot right there. I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. How about you drive? Ich will hier raus! Ich will hier raus! Aber das geht nicht! Sauerei. Ich hab gerade irgendwie gesehen. Ja, ist ja gut, da muss man wohl außen rum gelaufen, oder wie? Ich habe eben gerade gesehen, über 300 Zuschauer, das ist ja der Brüller, ey. Vor allen Dingen, dass sich die Leute beschwert haben. Will ich da mit dem Auto hinfahren, oder was? Was willst du denn? Warte mal, ist das weit, oder was? Dann nehmen wir einfach mal den LKW hier, oder? Wird schon passen. Pisswasser, das ist gut. Das nehmen wir jetzt. Wird ja wohl egal sein, mit was man fährt, oder? Über 300 Zuschauer. Wie gesagt, ich habe etliche Beschwerden bekommen. Warum ich denn nachmittags das spiele, das kann keiner gucken, aber... Depp! Yeah, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have a required surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shooting motherfucker in the back type motherfucker. Man, this ain't Employee of the Month, hey? Ja, sorry, aber mir hat der besser gefallen, der Truck. Hoppla, ich glaube, ich habe Lamar überfahren, oder? Sag mal, du Penner! Wie wär's mit einsteigen? Und nicht vorm Truck rumstehen hier, du? Das ist ein Idiot, ey! Ich kann da gar nichts dafür! Ja, oder? Ist doch so. Schaffen wir's noch! Let's go. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. Das ist eigentlich ziemlich geil. Man sitzt da sehr viel höher, so richtig schön realistisch. Was macht ihr denn hier alle? Geht doch mal weg, sonst ruft wieder jemand die Polizei. Das wollen wir nicht. So, jetzt! That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Hoppla! That ain't my life, dummy. How about the boy with the eye from around the way? Marcus or something, you were slanking for him, and then he got what was coming, right? That was different. That dude had it coming. What y'all? I don't want to clap my boy Etarian either. I like homie. It's just smacks of the inevitable. Look, dog, this time we legit, homie. This honest work is... Oh, ein schönes Muscle Car. Das tut mir jetzt leid, dass ich das ein bisschen geschrammt habe. That's a trio, homie. You damn straight that's trio, Michael. But it's a shame I don't believe it.
So. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. So, jetzt machen wir mal Ego-Perspektive, weil jetzt kommt, glaube ich, eine Schießerei. So war das nämlich. Ach, ich habe keine Waffe. Na dann, tapp ich mal dem Idioten hinterher da. Weiße Socken, ey, alter Falter. Geht das noch? Watch me, fool. Du Depp. Think this crazy motherfucker wants some. Hey, what's up, homie? You all right? No, wait, wait! Away from me! We're for Zappo agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Shit, man. Play it cool. Ich will ja nichts sagen, aber der sieht aus wie Michael Jackson, und zwar irgendwie so 4 Wochen nach seinem Tod.